Guten Morgen. Ich bin Frau Guastavino. Nee, nicht Frau Guantanamo. Nee. Bitte setzt euch hin. Ich habe euch schon ein klein bisschen vermisst. Ein klein bisschen. Wir wollen heute etwas ganz Besonderes machen. Nicht ganz. Falsch. Fast. 7 Notenpunkte. Bitte etwas leiser. Ich warte. Ich warte. Wie war nochmal Regel Nummer 1? Du mit dem blauen Pullover. Wir lassen uns ausreden. Ja, genau. Spitze. Oh. Auch die hintere Reihe kommt zur Ruhe. Jacken aus, Mützen ab, Material auf den Tisch. Rucksäcke runter vom Tisch. Wir warten, bis auch die Letzten ihre Sachen ausgepackt haben. Handys runter vom Tisch. Jetzt. So, können wir dann mal anfangen? Hey! Leider mangelhaft. Leider. Die Stunde hat schon längst angefangen. Schon längst angefangen! Hier spielt die Musik. Also, ich habe mir schöne Dinge für heute ausgedacht. Aber wenn ihr nicht ruhig seid, können wir auch gerne ein Diktat schreiben. So, es reicht. Für mich ist es auch die letzte Stunde. Ich kann euch verstehen. Wir sind gemeinsam hier. Aber jetzt die Hausaufgaben einmal raus, bitte. Wer von euch hat die Hausaufgaben nicht gemacht? Weiter so. Letzte Verwarnung. Noch einmal und ich schicke dich zur Direktorin. Warum? Warum? Das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das ist die Schulregel. Unverständlich. Leider nicht so gut. Und komplett im Thema verfehlt. Stopp! Du wirkst abgelenkt. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Ich weiß, dass du das besser kannst. Kann ich dir irgendwie helfen? Ruhe. Das ist eine gute Frage. Danke. Okay. Ja. Schön. Nice. Ja. Nee.
Nein. Nö. Die Pause war doch erst gerade vor 10 Minuten. Da kannst du jetzt auch noch ein bisschen warten. Gefährdungsgebrief. Gefährdungsgebrief. Gefährdungsbrief. Gebrief. Brief. Unter diesen Umständen muss ich leider deine Eltern informieren. Lässt du ihn bitte ausreden? Wer hat nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe? 1+, 2-, 3, 4+, 5, 6, wie? 1-, ein Notenpunkt, nein, diesmal leider nicht, es war sehr knapp, endlich. Ich brauche 2 Freiwillige. Zwei Freiwillige? Wer von euch möchte an die Tafel? Sehr gut. Genau. Genau so. So, so nicht, mein Freund. Ich habe mein Abitur bereits. Ihr nicht. Naja, fast richtig. Nee. Ja, genau. Gut. Gut. Beim nächsten Mal klappt's besser. Das hatten wir doch schon letzte Woche. Wie war nochmal die Aufgabe? Alle kommen zur Ruhe. Ich habe mir gedacht, dass es schön sein könnte, ein kleines Spiel zu spielen. Weil ihr meine Lieblingsklasse seid. Und weil ihr letzte Stunde so gut mitgearbeitet habt, habe ich euch heute etwas mitgebracht. Wie findet ihr das? Danke.